Ist auch ein bisschen groß, oder? Bisschen. Noch höher. Was? Noch höher. Wie höher, echt? Ja, Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem schönen Sommer 2019. Ich bin heute mit meiner Mutter unterwegs, so wie ihr gerade schon mitbekommen habt vielleicht. Sie hat sich ein Motorrad geliehen von BMW. Ich weiß jetzt nicht genau, was es für eine ist, das werde ich gleich noch herausfinden. Dann will ich jetzt mal komplett testen, sie will das Motorrad testen, wie sich das so anfühlt und wie sich das so fährt, wie das so ist, Motorrad zu fahren. Ja, bin mal gespannt, was daraus wird. Die können das Ganze miterleben. Ja, und schon mal danke für die ganzen netten Kommentare, Fragen. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber ich muss nochmal sagen. Von dem Tunnelvideo. Das war ja, also wie gesagt, wir haben den Tunnel offiziell auseinandergenommen, Digga. Okay. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie ich. Ich hoffe, ihr habt genauso einen Ohrenorgasmus, so wie ich. Oh. Ah, alles klar, Digga. Ja, und vielleicht habt ihr auch Bock auf irgendwas anderes zu sehen, zu machen, sonst was. Schreibt mal hier unten in den Kommentaren rein, was ihr gerne machen wollt oder was ich gerne machen soll oder muss oder sonst was. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein und ich werde dann mal gucken, ob ich das mache oder nicht. Junge, die schreit schon wieder, ey. Wir fahren 80 bis hier 70. Das Ding ist, ich kann jetzt gerade nicht so schnell fahren, weil sonst heißt es wieder, du fährst zu schnell. Weil ihr wisst ja, wie Eltern sind, ne? Also die machen sich ja immer Gedanken über alles und ja, deswegen wollen wir heute mal nichts übertreiben. Jetzt 70, 80, 90, 100, Alter. Hast du sowas, wenn man nicht weiß, wie die Geschwindigkeit ist? Leute, das ist das erste Mal, dass ich mit meiner Mutter zusammenfahre und das ist richtig ungewohnt für mich. Das ist richtig komisch. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt gerade sagen soll. Ich weiß nicht, wie sie nachher reagieren wird, wie ich fahre. Ich meine, ich kann auch so fahren wie immer, aber ich will's nicht. Ich will's einfach nicht. Leute, ich bin noch nicht so vorsichtig, außer wie in der Fahrschule Motorrad zu fahren. Nur damit ich mir nachher nichts anhören muss. Echt, ey. Ich würde jetzt am liebsten so ballern. Haben wir jetzt mal gemacht. Ich wusste schon vorher, dass er definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal eigentlich drauf eingestellt. Kann man dann immer einmal Gas geben, ey, das ist so ungewohnt. Mein Motor denkt sich auch gerade. Hä? Hä? Fährt jemand auf? Was ist heute los? Komisch. Ja, dann brauche ich wohl heute nicht so viel Leistung geben. Minute 3450. Meine Mutti fährt immer noch hinterher. Leute, das ist so komisch, ey. Wisst ihr, meine Mutti ist früher in meinem Alter wirklich jeden, wie oft die gefahren ist, aber sie ist oft gefahren und hatte die ganzen Jahre, auch jetzt vielleicht wegen mir oder weiß ich, keine Zeit, keine Lust, sonst was. Aber ich finde das gut, dass meine Mutter jetzt wieder mal Motorrad fährt.
meine Mutter vor mir. So einfach geht das. Ey, die zieht ja voll vorbei hier. Was? Und meine Mutti gerade so. Weißt du, ich frag sie so. Sorry. Sie gerade so. Und? Wie viel PS? 90. Kann aber mehr haben. Könnte mehr sein. So wie viel mehr denn? Ah, die zieht nicht so gut. Ja, meine zieht auch nicht so gut. Sie ist irgendwie vorbei. Ach Quatsch, deine zieht doch besser aus. Sie hat die bessere Zaun. Okay. Ja. Das ist meine Mutter. Ich weiß nicht, woher ich das hab. Oh, ich krieg mich nicht mehr ein. Leute. Ich komme da jetzt, ich fahre jetzt seit 20 Minuten oder so. Ich komme da immer noch nicht drauf klar, mit meiner Mutter zu fahren. Mit meiner Mutter. Keine Automatik? Ja. Schalten brauche ich nicht. Nein, wirklich jetzt. Nur den ersten Gang. Wie jetzt? Wie, nicht wie jetzt. Ist automatisch. Du brauchst nur den ersten Gang die Kupplung, sonst brauchst du keine Kupplung. Hä? Aber du musst trotzdem schalten? Nein. Müsste ich nicht, tue ich aber. Brauche ich aber nicht. Du schaltest ohne zu kuppeln. So, diesmal fährt meine Mutter voraus. Wird schon langsam ein bisschen dunkler, weil wir wahrscheinlich gleich Regen oder sowas kriegen. Ja, meinen kurzen Zwischenstopp eingelegt und mal ein bisschen so die Videos gezeigt. Meine Mutti so, oh ja, das Motorrad, das steht mir ja, ne? Aber sie hat gesagt, sie würde das nicht kaufen, weil ihr das vom Aussehen nicht gefällt. Man muss auch, wenn man Motorrad kauft, sofort vorstehen oder drauf sitzen und sagen, das meins, das will ich haben. Aber anders macht das keinen Sinn, sonst wird man nicht eins mit dem Motorrad und man fühlt sich nicht wohl. Das ist genauso wie bei mir. Ich stand direkt vor mein Motorrad und habe gesagt, die muss ich haben, die will ich haben, egal wie, ich will diese Maschine haben. Und zack, habe ich sie gehabt. Ich stand auch schon vor einer anderen, vor einer KTM Duke, vor einer Ninja 300, die hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Da habe ich gesagt, nee, gleich wieder weg, draufgestiegen und direkt wieder abgestiegen. Ja. Bis wohin? Bis Stoden oder so, ein Stück. Ja. Und kann ich da überhaupt drauf sitzen? Ja, das ist ja komplett ungewohnt. Und wann muss man jetzt die Kupplung ziehen? Du musst sie nur, wenn du den ersten Gang machst, die Kupplung betätigen. Ansonsten schaltet sie so. Okay. Aber das ist nicht harmonisch. Schlüssel! Schlüssel! Auf Schalten! Stimmt! Ich hab viele Co. Ich wundere mich schon, warum das nicht angeht hier.
Okay. Guckt euch das mal an, ey. Das ist so geil beim BMW. Ich drücke keine Kupplung. Drinne. Bah. Aber irgendwie fühlt sich das komisch an, wenn man die Gänge reinmacht. Das ist richtig komisch. Wo ist die Hinterradbremse? Alter, die Hinterradbremse ist ja am Arsch der Welt. Ist das ungewohnt? Das ist nicht so viel Wind ab, ne? Ja, das auch, aber die Hinterradbremse ist ja am Arsch der Welt. Ja, das ist gut fahren. Alter, zieht die heftig? Okay, Leute, ich bin das nicht gewohnt, so eine 90 PS Maschine zu fahren. Sogar hier Tempomat on. On. Ja, jetzt kriege ich das Ding nicht mehr aus oder was? Doch, doch. Okay, das lassen wir mal lieber. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Aber Alter, ist das ungewohnt hier drauf. Und dann sitzt hier wirklich wie auf so einer Bodenstange gefühlt. Und ich mag ja zwei Zylinder ist das, glaube ich. So fühlt sich das zumindest an. Also ich mag zwei Zylinder überhaupt nicht, weil mich das jetzt schon wieder stört, dass das hier unter meinem Arsch so brodelt, Alter. So komische Vibration macht. Vor allem, man kann hier sogar noch Dingens einstellen. Da, Road, Dynamic, Road, Dynamic. Achso, ich dachte, kann man noch mehr einstellen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sie so kann hier. Okay. Ja, ist okay. Ja, kann man so machen. Also Leute, wie gesagt, ich muss sagen, also ich darf sie jetzt ja eigentlich offiziell nicht fahren, weil sie ja nicht gedrosselt ist. Deswegen ist das für mich so ungewohnt, so eine PS-Maschine zu fahren. Boah. Ist das wieder ungewohnt, hier drauf zu sitzen nach 10 Minuten. Boah. Boah. Was? Alter, man sitzt da wirklich. Also man sitzt, der Sitz auf der BMW, der ist nicht komfortabel. Meiner ja auch nicht, aber... Oh. Man ist von meiner Kniehöhe bei dem Ding ist das noch viel angenehmer als das hier. Also Enduro ist schon nicht schlecht. Aber ich fahre lieber meine kleine Süße hier. Weil die doch mir viel besser in den Kurven und so liegt.
Meine Mutti sagte gerade auch, oh, die ist aber aggressiv. Ja, die ist süß, die, wenn sie will. Kann sie. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video mit meiner Mutter gefallen. Vielleicht sieht sie das jetzt ja auch gerade, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall, habt noch einen schönen Tag, macht nicht mehr so viel wie immer und wir sehen uns dann im nächsten Video und schreibt mal bitte in den Kommentaren, was ihr gerne noch sehen wollt von mir oder was ich machen soll.